Vielleicht hast du noch nie von sogenannten Auszeichnungssprachen gehört, aber ganz sicher schon mal eine gesehen. Ob HTML, XML, LaTeX oder sogar SVG-Bilder, all das sind Auszeichnungssprachen. Auch Markup Language genannt. Heute wollen wir dir eine dieser Auszeichnungssprachen genauer vorstellen, die Auszeichnungssprache Markdown. Aber beginnen wir bei Null und klären erstmal, was sind Auszeichnungssprachen und wofür werden sie genutzt? Wodurch zeichnet sich Markdown aus? Und wie kannst du Markdown für dich nutzen? Das heißt, wir werden auch einen kleinen Einblick in die Syntax von Markdown werfen. Und all das klären wir jetzt. Was sind also Auszeichnungssprachen bzw. Markup-Languages? Eine Auszeichnungssprache ist eine maschinenlesbare Sprache, die zur Strukturierung und Formatierung von Texten und anderen Daten dient. Das bekannteste Beispiel ist die Hypertext Markup Language HTML, die als Kernsprache des World Wide Webs fungiert. Markup Languages sind somit essentielle Werkzeuge für die Strukturierung und für die Darstellung von Informationen im digitalen Bereich, wobei ihre Syntax und Semantik individuell festgelegt sind. Wie sieht es nun mit Markdown aus? Markdown ermöglicht es, Formatierungselemente zu einfachen Textdokumenten hinzuzufügen. Außerdem ist die Syntax von Markdown deutlich simpler als bei anderen Markup-Languages, wie zum Beispiel HTML oder LaTeX. Wie genau das aussieht, schauen wir uns gleich gemeinsam an. Markdown wurde 2004 von John Gruber und Aaron Swartz entwickelt und zählt heute zu den weltweit beliebtesten Auszeichnungssprachen und ist in vielen Anwendungen vertreten. Wie zum Beispiel beim Projektmanagement-Tool Trello, dem Direct Messenger Slack, der Plattform Stack Overflow oder WordPress. Die Verwendung von Markdown unterscheidet sich von der Verwendung eines What You See is What You Get Editors. Was bedeutet das? In Anwendungen wie Microsoft Word werden Veränderungen durch das Klicken auf Schaltflächen vorgenommen und sind dann sofort sichtbar. Bei Markdown ist das etwas anders. Schauen wir uns das mal in der Praxis in einem Hedgedoc-Editor an. Wenn man ein Markdown-formatiertes Dokument erstellt, führt man Markdown-Syntax zum Text hinzu, um anzuzeigen, welche Wörter und Phrasen anders aussehen sollen. Zum Beispiel kennzeichnet man eine Überschrift, indem man einen Hashtag davor setzt. Oder um einen Text fett zu machen, setzt man zwei Sternchen vor und nach dem markierten Text. Und für Kursiv setzt man ein Sternchen. Auch das Einfügen von Bildern ist in Markdown möglich. Für Bilder kannst du am Anfang ein Ausrufezeichen setzen. In eckigen Klammern gibst du dann den Alttext zu einem Bild an und in den runden Klammern den entsprechenden Link zu dem Bild. Wenn du möchtest, kannst du dort auch noch das Format für das Bild angeben. Mit senkrechten Strichen oder Pipezeichen kannst du Tabellen erstellen. Mit drei aufeinanderfolgenden Backticks bzw. Accent Graphs kannst du Codeblöcke einfügen. Die werden dann auf der rechten Seite grau unterlegt. Wenn du von Anwendungen kommst wie Word und Excel, in denen man zum Beispiel eine Überschrift direkt auch als Überschrift sieht, dann kann es eine Weile dauern, sich an die Markdown-Syntax zu gewöhnen. Es gibt viele Markdown-Anwendungen für macOS, Linux, Windows oder webbasierte Anwendungen, die speziell für das Schreiben in Markdown entwickelt wurden. Zum Beispiel diese Hedgedoc-Instanz der GWDG, in der wir uns gerade befinden. Die Open-Source-Software Hedgedoc ermöglicht es, UserInnen gemeinsam an Markdown-Texten zu arbeiten, Änderungen zu verfolgen und in Echtzeit zu sehen, wie Markdown-Syntax verwendet wird. Vielleicht kennst du Markdown-Dateien auch von Plattformen wie GitLab oder GitHub. Wenn du noch nichts von GitLab oder GitHub gehört hast, dann schau dir gerne unsere Videos dazu an, die wir dir in der Infobox verlinken. Auf diesen Plattformen dienen sogenannte README-Dateien als Aushängeschild für eure Projekte. Wir befinden uns hier zum Beispiel in einer README-Datei auf GitLab. Die Dateiendung .md steht für Markdown. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, die Preview eurer Markdown-Datei zu nutzen, um zu sehen, wie die Datei übersetzt aussehen soll. Erinnerst du dich noch an das HTML-Beispiel am Anfang? Im Vergleich dazu ist Markdown relativ leicht zu erlernen und trotzdem in vielen Anwendungen nützlich.
Und jetzt kennst du sogar die Grundlagen von Markdown bereits und kannst selbst loslegen. Vielleicht sogar mit einem kollaborativen Pad, um gemeinsame Ideen zu sammeln. Einen Gesamtüberblick zu der Syntax findest du auch nochmal in den Markdown-Kurzreferenzen, die wir dir in die Infobox packen. Wir verlinken dir auch auf jeden Fall unser Pad, das wir gerade in dem Video zusammen erstellt haben. Da kannst du dann auch nochmal drauf schauen. Dort kannst du auch noch mehr über die Menschen in unseren Beispielen herausfinden, die wir euch verlinkt haben. Ada Lovelace zum Beispiel war die erste Person, die programmiert und ein echtes Programm geschrieben hat. Das war unser Einblick zu der Auszeichnungssprache Markdown. Wir freuen uns, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und unseren Kanal abonnierst, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.